Wartezeit und heute kümmern wir uns mal wieder um einen alten Bekannten. Und zwar nutze ich unterwegs gerne den hier, den TS100. Das ist ein mobiler Lötkolben. Und in dem Fall hier versorgt über so eine Buchse mit, ich glaube zwischen 12 und 24 Volt ist die offizielle Angabe. Normalerweise, wenn ich das unterwegs nutze, da habe ich dann dieses Ding hier dabei. Das müsste, glaube ich, von einem alten Laptop oder so Netzteil sein. Ist schön leicht. Ausgang hat der hier 24 Volt bei 2,5 Ampere. Ist ein bisschen wenig, aber einfach vom Gewicht her ist das halt ganz praktisch. Gibt nur ein Problem an der Sache. Es funktioniert nicht mehr. Deswegen möchte ich mir heute dann mal zwei Dinge vornehmen. Zum einen den hier reparieren, weil ich gehe davon aus, dass es nicht allzu viel sein wird. Hoffe ich jedenfalls. Und Nummer zwei, ich möchte mir eine andere Option noch organisieren, womit ich hier den mit Strom versorgen kann. Denn wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens meinen Laptop dabei. Und mein Laptop, das ist so ein klassischer Lenovo. Das heißt, er hat diesen wunderschönen viereckigen Stecker hier mit dabei. Und was ich mal machen möchte, ist ein Adapter von dem hier auf entsprechend die Buchse hier. Es gibt natürlich heutzutage da etwas anderes, was benutzt wird, nämlich überall ist USB-C. Die neueren Modelle, wie zum Beispiel der TS80P heißt da, glaube ich, oder Alternativen von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Pinecell, die nutzen USB-C. Allerdings bisher habe ich noch nicht wirklich viel, was USB-C Power Delivery macht mit so einer hohen Leistung, dass das wirklich für den Lötkolben da relevant wäre. Und fürs Erste habe ich dann auch noch das Ding hier im Rucksack. Das ist ein Adapter von USB-C. Der handelt da die nötigen 20 Volt aus, die der hier braucht. Und ja, dann kann ich da meinen Laptop anklemmen. Oder dann eben, wenn ich den Adapter dann mir gebaut habe, den Lötkolben. Das heißt also, das Ding hier wäre auf jeden Fall dann auch noch eine Option. Ich werde mir USB-C wahrscheinlich in der Zukunft auch noch anschauen. Aber wie gesagt, erstmal brauche ich dann neue Hardware. Lötkolben gehe ich sehr stark davon aus, dass der nicht mein Problem ist. Meine Vermutung ist, dass der hier irgendwie Probleme macht. Also suchen wir uns mal das eine Ende und wo zum Geier ist das andere Ende. So, halb Schreibtisch zerlegt. Da ist auch das andere Ende. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier rausbekommen. Wobei, machen wir erstmal einen simplen Test. Und zwar gehen wir einfach mal hin, weil ich da schon so eine Vermutung habe, und machen einfach mal einen Durchgangstest. Und zwar von Minus auf Plus haben wir einen Kurzschluss hier drin. Machen wir das mal so, so, so. Und wenn ich jetzt hier vorne dran gehe, passiert da was? Ja, wir haben einen Kurzschluss. Man hört zwar jetzt wahrscheinlich das Piepen nicht, weil ich ein anderes Messgerät dran habe, aber glaubt mir einfach, Plus und Minus sind kurz geschlossen. Das habe ich irgendwie auch schon so vermutet, weil wenn ich den hier einstecke, höre ich so ein leichtes Knacken, was da schon mich vermuten lässt, dass der Strom zumindest mal bis ins Netzteil reingeht. Und ja, hier sowas kann natürlich immer mal passieren. Was können wir denn jetzt machen, um zu gucken, wo der Kurzschluss ist? Ich würde sagen, wir machen den erstmal... ja, okay. Frage hat sich, glaube ich, schon beantwortet. Mhm. Ja, das hier ist ein Stecker, den hatte ich damals selber dran gemacht. Das Ding kam mit einem anderen Stecker und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich versuche mal gleich ein paar Nahaufnahmen reinzumachen. Da scheint eine von diesen Kabelhaltelaschen sich ins Kabel vom Pluspol reingefressen zu haben. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, dass das eventuell schon unser Problemchen ist. Das wäre natürlich schön, weil das lässt sich einfach beheben. Also... ich suche mir mal was und dann biegen wir das erstmal zurück. Also biegen wir mal diese Lasche, die so aussieht, als ob die da drin hängt, zurück. Ja, da ist definitiv was passiert. Ja, ich denke, man kann es erahnen. Da ist es auf jeden Fall durch die Isolierung durch. Da liegt das blanke Kabel. Ich würde mich jetzt schon fast darauf festlegen, dass, wenn wir jetzt nochmal messen, wir keinen Kurzschluss mehr haben. Mal ein bisschen rausbiegen, dass die kaputte Stelle nirgendwo mehr drankommt. Und wo war mein Messequipment? Wir wollten das hier, Minus, das hier, Plus. Und was sagt die Magie? Immer noch ein Kurzschluss. Okay, gut, dann machen wir die gute alte Methode. Wir schneiden das Kabel einfach ab und gucken, ob das dann hilft.
Also, weg mit dem alten Stecker. Dann isolieren wir das mal hier an die frische Stelle. So. Einmal der Minuspol, der hier so ein Schirm ist. Das sind extrem dünne Drähtchen hier bei dem. Muss man aufpassen, dass man die alle erwischt. Nicht, dass man irgendwo da noch am Schluss etwas rumhängen hat, was da tatsächlich eine Verbindung herstellt. So. Und den Fluss auch mal abisolieren. Ein bisschen. Probieren wir das nochmal. Mal gucken, ob das jetzt hier besser funktioniert. Und sagt er, okay, zumindest mal kein Kurzschluss. Das heißt, wir geben einfach mal Strom drauf. So, und jo, das sieht sehr schön aus. Ich sehe wieder 24 Volt Ausgangsspannung. Also war tatsächlich irgendwie der Stecker, der da das Problem gemacht hat. Okay, recyceln wir den alten Stecker oder machen wir einen neuen dran? Mal gucken. Ich glaube, der alte, der lässt sich noch retten. Und sparen wir ein bisschen Ressourcen. Ich löte den hier mal fertig ab. Dann löten wir das neue dran. Sollte der hier zumindest schon mal gefixt sein. Wichtig natürlich auch passen, ja okay, dass die Tülle noch drum ist. Denn die nachträglich dran zu bekommen, wäre unschön. Ja, wie war das mit sicherstellen, dass die Kondensatoren entladen sind? Offensichtlich waren sie es nicht und dadurch, dass ich weggezogen habe, ist dummerweise die Lasche abgebrochen. Okay, wir holen doch eine neue Buchse. Ist ja gut. Ja, was mir gerade einfällt, ich hätte eventuell ein bisschen Schrumpfschlauch vorher noch drauf schieben können. Das wäre jetzt natürlich schön gewesen, das einfach runter machen zu können. Aber haben wir nicht gemacht. Ich suche mal gerade irgendwas anderes an Plastik, was man dazwischen machen kann. Das ist zumindest mal irgendeine Form von Isolation da haben. Und dann natürlich beim Zusammenbau jetzt darauf achten, möglichst nicht das wieder so stark zusammenzudrücken, dass das irgendwie ein Problem gibt. Es ist natürlich so ein gewisser Trade-off, den man da machen muss. Wenn man nicht stark zusammendrückt, dann riskiert man, dass man keine Zugentlastung hat. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt gesehen, was passiert, wenn man zu stark drückt. Dann kann es schon mal passieren, dass das irgendwie durch die Isolation durchgeht. Ich schätze mal, da ist dann auch irgendwie Vibration und so nicht unbeteiligt. Das Ding ist halt sehr viel unterwegs gewesen. Gucken, kriegen wir den hier drüber? Jo, kriegen wir. Wunderschön. Damit sollte das Problem hier schon mal behoben sein. Zack. Kanüle drauf. Und gucken wir mal. Moment der Wahrheit. Wo ist der Stecker? Da ist der Stecker. Ist Traum. Wobei, machen wir erstmal Messung gerade nochmal. Sicher ist sicher und so. Okay, kein Kurzschluss. Das ist doch schon mal gut. Dann Strom an. Okay, keine Explosionen, keine Kurzschlüsse. Nicht noch mehr Funken. Und wenn wir einstecken, tada, yay. Das sieht gut aus. Läuft, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Also Schritt 1 haben wir schon mal. Wir haben jetzt hier unser Netzteil wieder so weit repariert, dass ich zumindest das einsetzen kann. Kommen wir zu Part Nummer 2. Der viereckige Stecker. Naja, und Stecker ist braucht man eine Buchse. Und die sind ein bisschen rar, aber was ich gefunden habe, sind hier diese Dinger. Die sind wohl aus irgendeinem Laptop-Modell und gedacht, um die Buchse entsprechend zu ersetzen. Das heißt also, die kann man entsprechend dann austauschen, ist im Mainboard eingesteckt und naja, hier sind zwei rote Kabel, zwei schwarze und ein blauer. Ich würde fast darauf tippen, dass rot Plus ist, schwarz Ground ist und blau eine Datenleitung. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, das ist so aufgebaut, dass wenn wir das hier einstecken, wir außen drauf Ground haben, wir innen drin an den inneren Flächen von hier diesem Viereck
die Plusleitung haben und in der Mitte diesen kleinen Punkt, oder hier ist ein kleiner Stift, das ist dann die Datenleitung. Wie wir sehen können, reinpasst das Ding schon mal. Und ich glaube, ich stecke den jetzt einfach mal ein, dann gucken wir mal, was hier hinten rauskommt, ob wir da wirklich Plus und Minus da haben, wo wir es erwarten. Einmal Funken für heute. Reicht ja auch. Also, klemme hier mal nochmal um. Und fürs Messen benutze ich wieder hier solche Kabel-Zusammenmach-Dinger oder von Gefrierbeutel sind sie teilweise auch dran. Die leiten zwar nicht gut, aber sie leiten ausreichend, um ein paar Messungen zu machen. Und sie sind halt schön dünn, das heißt, die kann ich dann hier in den Stecker, der original dran war, mal reinmachen. Dann muss ich hier nicht irgendwas festhalten. Insbesondere, weil ich halt nicht ausprobieren möchte, wie gut die Dinger alle isoliert sind. Oder gegen Erde halt isoliert sind. Das heißt also, wir machen einen auf den schwarzen, einen auf den roten. So. Ja, der hält nicht. Warum nicht? Ach, das müsste ausreichen. Und dann die Messkabel einfach dran. Dann sollten wir sehen, was da auf der Leitung los ist. So. Stecke mir den Kram ein und... Tja, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Also zuverlässig messe ich jedenfalls nichts. Ich werde jetzt trotzdem mal hingehen und den Stecker abschneiden und mal gucken, eventuell einen Widerstand oder so drüber hängen, in der Hoffnung, dass die Last dann den dazu bewegt, da was zu tun. Ich gehe aktuell so ein bisschen davon aus, dass möglicherweise das Netzteil die Spannung abstellt, wenn es keine Last findet, um Strom zu sparen. Denn, naja, das ist auf jeden Fall ja ein Stecker. Da ist jetzt eigentlich nichts drin, was dafür sorgen sollte, dass es nicht funktioniert. Also schneiden wir das mal ab, suchen uns hier auch eventuell noch einen Anfang. Verdammt, das ist von der anderen Seite gewickelt. Na, aber nicht nett. Na gut, dann wickeln wir es halt komplett auf. Rote, zwei schwarze, ein blauer, den wir wahrscheinlich nicht brauchen. Hoffentlich. Datenverbindungen habe ich jetzt nur mäßig Lust. Das wollte ich mir eigentlich für USB-C aufbewahren. Da muss man nämlich sehr viel rumhantieren, um das Netzteil zu überzeugen, der Spannung rauszurücken. Aber hier los? Was können wir denn dran machen? Es ist, glaube ich, ein 20-Volt-System. Ach, nevermind, vergessen wir das mit dem Ding und probieren was anderes. Ich stecke das Netzteil, was hier dahinter ist, einfach mal richtig ein. Die Steckdosenleiste, wo das drin war, hatte irgendwie keinen Saft. Ich glaube, wenn wir das mal beheben, dann haben wir da bessere Chancen. Also, probieren wir das nochmal. Jetzt, wo wir so schön hier drankommen. Einmal rot an Plus, einmal schwarz an Minus. Dann schauen wir mal, wenn wir einschalten, was rauskommt. Und das sieht doch deutlich besser aus. VRMS 20,2 Volt plus minus ein bisschen gut. Ihr setzt keine Last drauf. Das sollte schon passen. Das heißt, wir müssen im Prinzip einfach nur einen Stecker dran machen. Allerdings muss ich mir noch was überlegen, wie ich das hinkriege, dass das nicht hier so schlimm aussieht. Mal gucken. Ich guck mal, was ich noch an Schrumpfschlauch da habe, ob wir damit irgendwie was machen können. Und dann... ja, den ganzen Kram hier ein bisschen verpacken, so dass wir da am Ende ein schönes Käbelchen haben. Okay, und da haben wir noch was Passendes, was Schönes, Großes. Das müsste hier eigentlich drüber gehen. Dann haben wir schon mal den vorderen Bereich auf jeden Fall halbwegs abgedeckt. Dann sieht der schon mal ganz gut aus. Und, doch, wollte ich gerade sagen, so von der Optik müsste das passen. Soweit verpackt. Was machen wir hinten mit? Hier noch einen. Da haben wir auch das. Das ist jetzt natürlich hier ein sehr großer Übergang. Den muss ich mal gucken, was ich damit mache. Eventuell einfach ein bisschen was am Ende noch drum wickeln. Und hier unten, da müssten wir dann natürlich noch was dran machen. Jetzt machen wir das blaue Käbelchen. Das schieben wir einfach mal hier oben wieder rein. Den Datenkanal brauchen wir nicht. Zack. Okay. Und hier unten müssen wir dann nochmal eine von denen hier dran machen. Auch hier macht es natürlich wieder Sinn, die Tülle vorher drauf zu setzen. Dann klappt das am Ende auch besser.
ich die hier rein. Das müsste am Ende sogar gehen. Ja, das Problem ist wirklich nur am Ende. Na, mal gucken, ob ich hier irgendwie das rote, den roten Schrumpfschlauch hier reinbekomme. Das müsste jetzt genug Platz sein. Okay. Jetzt können wir in Ruhe löten. Machen wir das dann wieder genauso. Der rote in die Mitte. Und dadurch, dass wir zwei Abern haben, sollten die Kabel hoffentlich auch nicht so warm werden. Wobei, naja, das Maximum ist ja 60 Watt. Die 60 Watt werden eigentlich auch nur erreicht, wenn er gerade frisch am Aufheizen ist und auch nur für eine beschränkte Zeit. Und hinzu kommt noch, dass wir bei 24 Volt jetzt ja auch einen beschränkten Strom haben. Wobei, es sind ja nur 20 Volt bei hier denn. Ich glaube, ich müsste jetzt gucken, die Lenovo-Netzteile müssten 19 oder 20 Volt haben. Das heißt, diese 60, 65 Watt, die der TS100 kann, die werde ich ohnehin damit nicht erreichen. Es wird immer noch mehr als ausreichend sein, um unterwegs mal was zu löten. Aber gegenüber dem Netzteil, was ich eben repariert habe, ist es auf jeden Fall eine kleinere Verschlechterung. Zumindest mal, was die Leistung angeht. Was die Praktikabilität angeht, das Netzteil hier vom Laptop habe ich, wie gesagt, meistens dabei. Das macht die Sache dann einfacher, wenn ich nicht zwei Netzteile mitschleppen muss. Wenn man kurz was löten will, kann man dann einfach das Laptop-Netzteil abklemmen. Der Laptop hat ja einen Akku, der hält das auch für einen kurzen Moment dann mal ohne Saft aus. Und das macht das Ganze dann einfacher. So, Minus auch noch dran. Und auch hier wieder ein bisschen aufpassen beim Zusammendrücken. Dann die Tülle drüber. So. Das sieht gut aus. Der rote haben wir hier, den blauen haben wir hier hinten. Ich hätte jetzt natürlich noch ein Zwischending. Ich glaube, ich habe hier noch so gelbe, die ein bisschen größer sind, dazwischen machen können. Aber ganz ehrlich, am Ende ist das alles nur so mäßig gut. Im Zweifel muss es halt ein bisschen Klebeband regeln. Technisch macht es am Ende ja eh keinen wirklichen Unterschied. So, sorgen wir mal für ein bisschen Heißluft hier. Dann schrumpfen wir uns den Kram mal zurecht. Mal gucken, ob das hier mit der Temperatur irgendwie passt. Und ich würde sagen, er tut sich noch ein bisschen schwer. Dann machen wir es ein bisschen heißer hier. Das sieht gut aus. Okay. Bis auf die kleine Lücke, die wir jetzt hier haben, also schon mal soweit ganz gut. Und die kriegen wir mit Sicherheit ein bisschen gefüllt. Muss dann nur noch gleich funktionieren. Wobei, ehrlich gesagt, ich wollte gerade hier mit ein bisschen Gewebeband das Ganze umwickeln, aber sagen wir es mal so, hier so haben wir ein bisschen mehr Flexibilität. Das ist eventuell auch nicht so schlecht. Dann lasse ich das erstmal hier so. Ich meine, es sollte nichts passieren. Wir haben zwar hier ein bisschen offen, aber das kommt nur bis hier, wo halt dieser Ferritkern sitzt. Der ist gut eingepackt. Und ich denke, damit kann ich so leben. Gut, wo ist mein TS100? Da ist hier. Stecken wir den mal ein und gucken, ob das dann jetzt auch funktioniert. Nehmen uns mal hier das Netzteil, stecken ein. Passieren tut nichts, was auch kein Wunder ist, weil es nicht eingesteckt. Nehmen wir das mal nach und das sieht gut aus. Bitbastlei, jo. Und wenn er gestartet ist, eine Eingangsspannung von 20,6 Volt. Das sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Was passiert, wenn ich jetzt aufheize? Große Frage, hält das aus oder geht er kaputt? Oder, ja, kaputt wahrscheinlich nicht, sondern ich meine damit eher, ob er in irgendeinen Schutzmodus geht und mir die Spannung klaut. Also an. Ja, sieht gut aus, geht runter auf 20 Volt, Tipptemperatur geht hoch, Power ist 100%, aber das sieht ganz gut aus. Ja, geht's auch schon runter. Also er hält das Ganze.
Und ja, ich würde mal sagen, damit ist dann hier der TS100 definitiv auch mit dem Lenovo-Netzteil hier unterwegs nutzbar. Macht das Ganze ein bisschen praktischer, wenn ich nur ein Netzteil mitholen möchte. Und ja, so geht's auch eigentlich. Wenn ich den hier in der Hand habe, dann ist das auch so ganz okay von dem Kabel her, insbesondere weil es halt hier oben so schön rumknicken kann. Also war eine gute Entscheidung, das Ganze dann so zu machen, dass das hier nicht nochmal irgendwie befestigt ist. Okay. Und damit sei dann für heute auch genug gebastelt. Wir haben einmal einen Kabelbruch oder einen kaputten Stecker hier repariert, der dafür sorgt, dass das Netzteil, was ich sonst immer benutze, auch weiterhin seinen Dienst tut. Wir haben uns einen Adapter gebaut von dem alten Lenovo Viereckstecker auf den passenden für den TS100, sodass ich auch unterwegs ohne hier dieses Netzteil mit meinem Laptop-Netzteil arbeiten kann. Und wie gesagt, irgendwann werde ich mir bestimmt dann noch USB-C angucken. Ist schon unterwegs, wird dann ein eigenes Video, weil es ein bisschen komplizierter ist. Aber erstmal kann ich jetzt mit zwei Stromversorgungen hier weiterlöten. Kann mich dann gleich um das Ding kümmern, was in meiner Küche kaputt ist, wo ich nicht meine Lötstation hinschleppen wollte. Und ja, ich würde dann schätzen, dass der TS100 dank den wunderschönen neuen Adaptern und reparierten Dingen auch das tut, was er soll.